Ich bin der König von Kalpe. Ich bin der Prinz von diesem Berg. Oh yeah, yeah, yeah. Ich hab's geschafft. Ich stehe hier oben auf dem Berg. Ich liefere euch heute diesen Ausblick, wie es so ist, hier hochzuklettern, ob das jedermann kann und so weiter. Das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wenn ich wag, denn ich gewinn, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Pünktlich um 8.30 Uhr wird hier alles aufgemacht, aber man muss reservieren. Das habe ich natürlich nicht, aber ich habe die Chance doch. Ich habe mich jetzt reservieren können, einfach diesen QR-Code scannen können. Ich weiß nicht, kann man das so? Kann man das Bildschirm, den Bildschirm anhalten? Jetzt scannt man mit einem anderen Telefon oder sowas. Ja, da muss man hier so ein bisschen was ausfüllen. So, welche Attraktion nimmt man mit? Ich habe jetzt hier zum Beispiel so, müsste das dann eingeben, ne? Den Berg, dann hier alle Daten eingeben und so weiter bestätigen. Und dann kann es tatsächlich losgehen. Also mir hat hier ein Mitarbeiter geholfen. Das war richtig gut. Er sagte hier, dann hast du das Dokument, das kannst du downloaden, mach dir einen Screenshot von und dann geht's los. Also scheinbar bin ich der Einzige und der Erste, die jetzt hier losgehen. Die Schranke müsste ich jetzt einfach passieren können, weil ich habe ja jetzt gar nicht irgendwie viel. Ich gehe mal hier vor und klack, durch sind wir. So einfach geht's. Ja, das sind jetzt gerade mal die ersten Meter und ich bin ehrlich, ich habe Thermo-Oberteil an, einen Pulli an und einen Hoodie an. Ich glaube, ich bin noch gar nicht weit gekommen. Hier vorne ist das Häuschen. Da muss ich schon mal ausziehen. Komm, zieh dich aus, dann geht's weiter. So, bis jetzt merke ich also, wir haben echt einen guten steinigen Untergrund. Also das läuft sich noch sehr, sehr gut. Auch hier geht man jetzt durch so ein paar ja, schattige Abteilungen, sage ich mal, wo Bäume sind. Kann auf jeden Fall im Sommer echt gut helfen. Also ich glaube, im Sommer die ganze Nummer, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen könnte. Also ich habe allgemein zwei T-Shirts mit, falls ich mich kaputt schwitze oder durchschwitze, dass ich was wechseln kann. Den Pulli habe ich jetzt ausgezogen. Der ist jetzt weg. Und der riecht schon wieder so schön nach diesem Nadelgehölz. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Aber ich habe noch richtig Programm vor mir. Also jetzt schon irgendwie hier jubelnd. Ist nicht drin. Die Sonne ist heute auch nicht oben. Also ist bewölkt. Kommt mir aber eigentlich auch echt gut. Weil dadurch ist vielleicht dann noch nicht ganz so heiß. Die Sonne ist im Kommen und ihr kennt das selber in Spanien. Zack, sind die Wolken weg, die Sonne scheint. Und das ist schon hier ein richtig schöner Aufstieg. Hier direkt unter so einem kleinen Bäumchen. Ja, stoß dich nicht, pass auf, Junge. So, komm weiter. Ja, immer wieder für eine Pause bereit sein. Natürlich werde ich gut durchlaufen, aber hier sind natürlich immer wieder so ein paar Punkte, wo es einfach so schön aussieht, wo man kurz stehen bleibt. Weil man ja diese Perspektive so von dort unten noch nicht gesehen hat. Und hier seht ihr auch, also bevor es dann losgeht, da unten ist dieser Parkplatz, gibt es hier und da schon Möglichkeiten, auch da mal über den Tellerrand zu gucken. Und auch da hinten, das ist recht schön. Und hier schon mal den kleinen Einblick. Aber es sieht noch nicht so spektakulär aus wie von oben. Ich meine, wir wissen ja durch die ganzen Luftbilder, wie sieht das Ganze von oben aus. Und hier jubeln ist auch noch nicht. Also da oben ist erstmal der Tunnel. Bis dahin müssen wir uns erstmal noch vorarbeiten. Naja, ich feiere mich gerade noch eben und bemerke, dass schon drei oben waren. Naja, ich dachte, ich wäre der Erste, aber der Erste, der es möglich macht, ohne eine Anmeldung zu haben. Also das ist wirklich wieder typisch Illo und Mops. Und jetzt gehen wir in die Katakomben rein. 50 Meter hat man hier. Wow, wie das aussieht. Hier nochmal rückblickend. Hier kommen wir später raus. Aber komm, wagen wir uns rein. Sogar Art Stufen haben sie hier hingemacht. Und ich wollte erst eine Taschenlampe mitnehmen. Und ich dachte mir, ach, komm Junge,
Jetzt übertreib doch nicht. Ich merke aber doch, ist rutschig. Also Vorsicht, gib acht. So, ich mach mal Licht an, aber das ist mal echt richtig rutschig. Das gibt's ja gar nicht. Ja, weil wahrscheinlich das so abgelaufen ist von den ganzen Sportlern, die sich hier diesen Trip mal gegönnt haben. Das gibt's ja gar nicht. Ey, wie bohrt man sowas rein? Wie kriegen wir die Gerätschaften hier hoch? Aber da ist der Mensch ja wirklich phänomenal. Und ich denke gerade eben an Mops, die nicht mit darf. Die verzichtet wegen unseren Kindern. Irgendwann sind die Kinder groß, dann nehmen wir sie mit hier hoch. Das kann ich ja mal versprechen, falls ihr das mal seht später. Der Vater war oben. Und auch beim Bergab muss man echt aufpassen wahrscheinlich. Dann sieht man das? Das ist so glitschig. Das ist echt Hammer. Bis hierhin könnte man mit Frau und Kind, den Schuh sollte man mitnehmen, allgemeinen Müll sollte man mitnehmen, wenn man hier oben ist. Leute, die Sachen, die man hochträgt, die kann man tatsächlich auch wieder runtertragen. Und hier kann man einfach mal auch wieder sich eine ganz andere Perspektive einfangen. Irgendwo da hinten ist die Sonne. Jetzt wurde halt schon tatsächlich gewarnt. Also es geht hier immer ganz eng an der Schlucht entlang. Deswegen halten wir uns schön rechts. Und müssen tatsächlich auch gucken. So, hier rechts festhalten. Hier ist eine Kette. Das ist positiv. Und dann langsam hier hoch. Je näher man jetzt tatsächlich kommt, umso lauter werden die Möwenschreie. Gerade ist schon einer einfach stehen geblieben neben mir. Da dachte ich, hä, willst du nicht mal weghuschen? Nö, die ist doch ja gewohnt hier. Und wer tut Tieren einfach etwas Schlechtes, ohne dass was passiert ist? Das macht doch eigentlich keiner. Deswegen weiß ihr das Bescheid. Und hier, das ist ja schon Abenteuer. Also sich hier so festzuhalten. Aber man merkt, der Untergrund ist rutschig. Aber alles noch gut begehbar. Ja, und hier teilt sich tatsächlich jetzt der Weg. Also rechts der grüne Pfad, links der rote Pfad. Der rote Pfad, der geht dann nochmal hier lang. Dass man wirklich hinten komplett auf die Südseite des Berges kommt, um dort auch mal zu gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das jetzt für mich ist. Ich meine, ich habe Frau und Kinder auch zu Hause. Ich muss dort auch helfen und muss dabei sein. Aber jetzt wird es auf jeden Fall anspruchsvoller hier der Weg. Und jetzt ist hier vorbei mit locker, locker. Jetzt gehen wir auf Vieren. Ja, was ist denn hier oben los, bitte? Ich überlege gerade, müssen Möwen, Krähen, so wie Hunde bellen? Naja, das war eine These. Also hier geht es nur noch so hoch. Ist echt super anstrengend. Also hier und da, wie ich schon sag, echt mit den Händen nachhelfen. Von daher mal guckt, dass man locker hochkommt. Also ein richtiger Weg ist es auch nicht. Ich überlege gerade, was motiviert mich, hier hochzugehen? Ja, was motiviert die Leute, einen Berg hochzugehen? Das frage ich mich tatsächlich. Was hast du denn davon? Ich glaube, das ist das, wenn man oben ist. Dieses, wow, du hast es geschafft. Ich bin auch immer noch im Intermittenfasten. Also sprich, ich esse von 11 bis um 7. Und der Rest, das war's. Und ihr wisst ja die Uhrzeit, wir sind um 8:30 gestartet. Also Essen an Essen ist noch gar nicht zu denken. Aber ich bin ehrlich, ich habe Apfelsaft mit. Wenn es dann doch irgendwie runter geht, kann ich mir damit helfen. Und jetzt denke ich mir gerade eben, okay, der schmeichelhafte Pfad, der ist jetzt vorbei. Jetzt ist nichts mehr hier mit Filmen, also da wird es dann irgendwie hochgehen. Aber die Spitze ist nicht mehr weit. Junge, halt durch, komm. Oh, ich bin echt ganz schön am Pumpen, bin ich ehrlich. Langsam wird es extrem. Hier hinten ist noch der Kap der Moray oder sowas. Da waren wir doch auch, wo ich umgeknickt bin. Also falls das jemand wissen will, einfach in der Liste gucken. Ja, umgeknickt. Jetzt fasse ich es nicht. Sieht man das in der Ferne? Da hinten ist Ibiza. Ich konnte Ibiza so vom Strand noch nicht sehen. Wahrscheinlich wegen der, ja weiß ich nicht, wegen der nebligen Sicht oder sowas. Aber jetzt kann man es sehen. Kann man noch ein bisschen näher ran? So ein Stückchen. Das ist ja phänomenal. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, kommen wir mal zurück. Und hier ist das Schöne, man kann jetzt hier schon da vorne über den Berg gucken und sieht, da hinten ist die Sonne dann schön versteckt. Ja, jetzt gerade eben wünsche ich mir doch Sonne. Naja, man will es ja immer anders, als man kriegt.
Da vorne geht dann tatsächlich auch nochmal ein Weg dann darüber. Und da unten ist ja der Weg, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und jetzt wird es hier eigentlich so vom Weg auch wieder, gerade so ein kleines Abteilchen, wieder entspannt und abgetreten. Schnürsenkel. Auch sowas kann man reißen beim Nachziehen. Klar, wenn sie schon ein bisschen porös sind. Und ja, jetzt weit haben wir es nicht mehr. Ich sehe auf jeden Fall, irgendeiner ist da oben. Da hinten habe ich auch noch mal 4 Leute gesehen. Also mit Reservation, ich wiederhole es gerne noch mal, geht das Ganze auch früher los. Hier sind die roten Punkte. Hier geht's weiter. Komm, Junge. Lange musste nicht mehr. Puls pulsiert, ist ja logisch. Jetzt ist es fast so weit, dass wir mal gucken können. Aber es geht hier noch weiter. Wir müssen noch ein bisschen. Aber man kann sich hier schon mal kurz was gönnen. Und hier ist keine Absperrung, hier ist nichts. Hier gibt es direkt einen Blick rüber. Und da hinten in der Ferne, da sieht man schon, die Sonne scheint hinten. Das ist ja das Geile an Spanien. Hast du gerade einen schlechten Tag, fährst du 1-2 Stunden, hast einen guten Tag. So, jetzt sind es die letzten Meter, bis wir komplett oben sind. Ja, da vorne steht der Pfosten. Man sieht es ja auch an den Möwen, also die sind ganz gechillt, wenn man dann rankommt und nicht so rumwackelt wie ich. Weil ich kann euch sagen, hier, also hier sind die Steine tatsächlich ganz schön glitschig. Mach's gut, mein lieber Freund. Zack. Langsame Schritte. Und dann sind wir da. Dann setzen wir uns schön dahin und trinken unseren Frühstück Apfelsaft, den wir uns auf jeden Fall jetzt gut verdient haben. Trotzdem immer langsam, langsam. Schaut ihn euch an hier. Wir kommen in Frieden. Ne? Das weiß er auch. Wir tun den Tieren ja nichts. Ne? Und dann ganz oben zu stehen. Ich wackel noch mal ganz kurz. Und dann sich festhalten und runter gucken, Leute. Willkommen in Calpe. Das habe ich mir verdient. Diesen Ausblick, den habe ich mir verdient. Und den teile ich mit euch. An alle Zuschauer von Illo und Mops. Schöne Grüße an euch. Danke für eure Unterstützung, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr unsere Reise weiterhin begleitet. Ja, dass ihr uns vielleicht hier und da auch lieb habt. Das kann ich ja mal sagen. Das ist eine Stadt. Also mal ganz ehrlich, ich habe mich verliebt. Calpe, I love you. Hammer. So, hinsetzen, Leben genießen und diesen Ausblick nur für mich. Ich und dieser Ausblick. Wahrscheinlich, ich setze meine Theorie auf, war jeder, der in Calpe wohnt, schon einmal auf diesen Berg. Weil es provoziert ja einfach. Naja, okay. Ich gucke gerade zu den anderen Bergen, die sind höher. Wahrscheinlich würden diese Berge dann auch provozieren. Aber trotzdem, das ist das kleine Gibraltar. Und hier muss man hoch. Gibraltar waren wir oben. Das hat mich letztes Jahr hier schon verdammt doll gejuckt. Und ich glaube, wir sehen den Camper von uns. Sehen wir den Camper oder stehen wir doch ein bisschen schief? Ich weiß es nicht. Sag mal ranzukommen. Boah, wird das pixelig hier. Na, da unten, da stehen wir. Super Platz. Allgemein, da unten, dort ist noch mal ein Platz. Da hinten, habe ich auch gehört, sind ein paar Freigängerplätze. Stellplätze gibt es natürlich. Dort, dort, da vorne noch mal ein, da noch mal ein. Also es ist eine ganz camperfreudige Stadt hier, Calpe. Und echt ein Trip wert, schreibt es auf eure Liste und kommt hierher. Und schickt uns bitte Fotos von hier oben. Das will ich sehen. Sonst glaube ich niemanden, der nicht hier oben war. Ja, Mops hat mich jetzt animiert. Ich bin gerade am Videotelefon mit ihr. Schreibt doch hier mal Illo und Mops drauf. Ich habe jetzt nur einen Kugelschreiber, ein bisschen unvorbereitet. Und guck mal, wer hier neben mir steht. Also mal direkt neben mir steht ein Kumpel. Soll ich jetzt sagen, Tiere oder Wesen wissen, dass ich nichts tue? Keine Ahnung was. Das wäre wahrscheinlich Gespinnerei, ne? Also sie könnte natürlich auch woanders sein, aber wahrscheinlich haben diese Tiere einfach ein gutes Vertrauen. Ich gehe mal ein bisschen näher. Wie weit lässt sie es zu? Vorne ist noch so ein Kollege. Das sind schon Aufnahmen. Also wo kriegt man solche Aufnahmen, ne? Also das ist deren Zuhause hier einfach. So kann man das ja sagen. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Moment hier. Und ja, ich mache mal hier weiter und dann könnt ihr mir ja Bilder schicken, wenn ich es fertig gemacht habe.
So, die Geschmiererei, das Kunstwerk ist fertig. Elon Mops erste 2024. Und hier vorne der Kollege kommt immer mehr auf Kuschelkurs. Sieht man mal, wie nah kommt man an ihn ran? Oder wie nah lässt das zu tatsächlich? Hey, wer kriegt denn mal solche Bilder hin? Oder die sind wahrscheinlich darauf aus, dass immer, wenn die Leute hier oben sind, die haben irgendwie ein Brötchen oder sowas, was sie sich hier picken. Und dann kann er auf jeden Fall auch was picken. Und wie rein weiß er ist, ne? Also, ja, er schenkt mir richtig Vertrauen. Er kriegt Vertrauen von mir zurück. Das ist schon cool. Ja, ich gehe nochmal hier lang rum. Zack. Ganz, ganz zahm. Na, ich glaube, anfassen dürfte ich ihn nicht, aber wenn er sich filmen lässt, ist das doch mal ein Highlight hier für euch, oder? Also für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight. Ja, nochmal ganz kurz diese Aussicht genießen und dann geht es tatsächlich runter. Und mir fällt gerade eben auf, schaut mal da in dem Hafen drin, ne? Zack, ich gehe mal ein bisschen näher. Boah, hier ist so eine richtige Ölspur direkt vorne am Rand. Ne? Und das Ganze zieht sich irgendwie hier so rein. Verliert wohl einer Öl. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Aber das ist ja tatsächlich noch ein echt kleiner Hafen hier in Kalpe, nicht anders kann man es ja sagen, ne? Ja, ich mache jetzt hier noch mal ein paar Fotos für Instagram. Klick, 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 klick. Ach ja, den Point of View, den haben jetzt die Möwenkumpels ergattert. Ich hatte noch von der Messe von Düsseldorf, hatte ich irgendwie so einen Holzkugelschreiber. Und den haben sie sich jetzt gepickt, den habe ich jetzt gerade eben da vergessen. So schnell konnte ich auch gar nicht gucken. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass die natürlich die ganze Zeit auf den Kugelschreiber looken, die beiden hier, ne? Ist ja logisch. Naja, wie gewonnen, so zerronnen. Das ist natürlich doof, weil sie ihn nicht essen können. Ah, da vorne liegt er noch. Da vorne ist er noch. Komm, den hole ich mir mal. Ich will ja hier auch keinen Dreck hinterlassen, weil man sieht hier auch Schnoddertücher und so weiter. Leute, was ist denn los? Steckt euch die Scheiße in die Hose wieder rein. Da kriege ich echt zu viel. Gegen die Raucher habe ich nichts. Ein Kippenstümmel darf überall liegen bleiben. Dagegen kann man nichts sagen. Nee, auch das ist natürlich doof, aber gut. Ah, ist das schön. Der Rückweg ist jetzt doch ein bisschen anders. Ich bin hier gerade mit jemandem unterwegs, der ist gerade eben gestürzt. Beziehungsweise irgendwie am Baum hängen geblieben, so sagt er auf jeden Fall. Und ja, man sollte echt ganz, ganz langsam gehen. Das Ganze ist ganz gefährlich. Ich filme jetzt auch nur ganz kurz, weil ich kurz Pause mache. Und da unten war ja diese Weggabelung, also da unten kommt man aus dem Tunnel raus und da war ja rechts roter Weg und da. Und der sagte, das ist natürlich der schnelle Weg, den ich dann hochgegangen bin, um bis nach oben hinzukommen. Aber er sagt auch, super gefährlich, halt gerade in dieser Brutzeit, die Möwen, die kommen oben, die picken einen in den Kopf quasi, weil die natürlich ihre Kinder beschützen wollen und so weiter. Deswegen sagte er, der offizielle Weg ist dann doch da hier oben irgendwie so lang. Man sieht es auch da vielleicht mit den Ketten und so weiter. Also hier bin ich jetzt drauf. Ist auch definitiv der angenehmere Weg, weil man sieht hier schon, also das Ganze ist nicht ohne. Deswegen, ich mache die Frequenz kurz zu Ende, packe dann die Kamera wieder ein und dann geht es wahrscheinlich hier einmal außen rum und dann geht man da wieder runter. Ja, Elo, hast ja vorher auf die Karte geguckt, aber gut, wir haben es gepackt. Die Möwen mögen mich ja, das habt ihr ja gesehen. Jetzt geht es erstmal irgendwie runter und ich will jetzt auch wieder Anschluss finden zu dem Kumpel. Ich habe ja auch gesagt, wenn was ist, kann ich dir helfen. Aber ja, er spricht Englisch, ich spreche ja auch gut Englisch. Naja, nicht so gut, aber wir verstehen uns auf jeden Fall. Und ich muss jetzt erstmal aufschießen, der ist schon da vorne. Aber ihm geht's gut, sagt er. Aber ja, der ist leider, also da oben, er kam nicht bis ganz oben, der saß da oben. Und ist jetzt wahrscheinlich auch runtergegangen, weil ich dann auch runtergehe. Und ja, man muss dann auch mal 5 gerade sein lassen. Deswegen hier vorsichtig langhangeln. Ja, ich muss mir das jetzt mal ganz kurz angucken. Was deute ich eigentlich so in meiner Verträumtheit manchmal, was es dann für Wege gibt? Ganz ehrlich, also diese Weggabelung hatte ich als Weggabelung. Die ist natürlich fast, quickly, schnell da hoch uns gebracht hat. Also mich auf jeden Fall. Aber der Mann, der sagte auch, ja, okay, vielleicht sind ein bisschen ein loseres Gestein. Also ich sag mal, die grüne Rote ist nichts. Haltet euch hier definitiv an die Rote. Das ist zwar länger, aber dadurch ist es vielleicht nicht ganz so steil, weil auf diesem Weg hoch musste ich doch schon so 3-4 Mal echt Päuschen machen. Und vielleicht hatte ich auch nur Glück, dass die Möwen mich in Ruhe gelassen haben. Also so mal der Tipp an euch. Aber manchmal frage ich mich, Junge, ey, was machst du da eigentlich? Naja, immer lustig mit Elo. Also mit mir auf jeden Fall.
Und jetzt, ja, die letzten Meter runter. Aber das hat jetzt doch schon echt viel Zeit gekostet hier einmal außenrum. Immer mal wieder Wanderer getroffen gehabt, die jetzt losziehen. Vielleicht dann oben, ja, im Sonnenschein belohnt werden. Ich glaube aber trotzdem, das war die richtige Entscheidung, früh loszugehen. Gleich wieder bei den Kindern zu sein, beim Mops zu sein. Ja, und jetzt schön vorsichtig sein, gleich wieder im Tunnel. Es ist verdammt rutschig, obwohl es jetzt hier auf dem Weg echt gut ging. Das muss ich ehrlich sagen. Also am rutschigsten war es im Tunnel und oben die letzten Meter tatsächlich am Berg. Aber das Geniale ist ja, man kann sich hier immer wieder festhalten. Und das sollte man auch nutzen, dass man mal immer wieder hingreift. Wieso denn nicht? Umso fester ist der Sitz mit den Füßen im Gestein. Ja, ich überlege gerade, machen wir ein kleines Fazit. Also die Tour ist definitiv ein Muss. Also muss sein, wer hier in Spanien unten ist und sagt, okay, ich habe Bock auf eine Herausforderung. Das ist alles machbar, das geht von der Zeit. In 3 Stunden seid ihr hoch und wieder runter. Oder ihr chillt halt wie ich ein bisschen länger oben, telefoniert mit der Frau oder mit den Kindern, die daheim sind. Ist es definitiv ein Muss. Also ich würde es echt bereut haben, wäre ich nicht hier hochgegangen. Ja, nochmal zur Info, also das Ganze ist kostenlos, das ist halt auch wieder das Schöne, ne? Also eine kostenlose Attraktion, was Calpe hier hat. Calpe hat diesen Berg, Calpe hat die weißen Flamingos, Calpe funktioniert das ganze Jahr, Calpe ist mega schön. Ein Leben in Calpe können wir uns super gern vorstellen, macht auch wirklich Spaß hier, also was es einfach zu bieten hat. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich das jetzt gemacht habe. Ja, und eins ist definitiv klar. Ohne diesen Tunnel, den der Mensch geschaffen hat, und hier auf jeden Fall festhalten, verdammt rutschig, würde das Ganze gar nicht möglich sein. Und da muss man auch sagen wieder, schön, dass die eine Generation für die andere Generation gesorgt hat, ne, indem man einfach gesagt hat, okay, komm, wir bringen jetzt hier das Geld auf, installieren hier sowas, dafür, dass andere was haben, sich das einfach antun können. Also ich muss jetzt auch tatsächlich ausmachen, das ist mir zu rutschig, das glänzt ja förmlich, obwohl es hier nicht nass ist. Obwohl, komm, ich halte mich mal ein bisschen fest. Das ist ja das Gute hier mit diesen Ketten. Wir lassen uns ganz langsam runtergleiten. Komm, bis jetzt sind wir gut hier runtergekommen. Der Mann, der hat jetzt nochmal richtig Tempo gemacht. Möchte ich auch nochmal sagen, also dem ging es wirklich gut. Ja, der hat ein paar Schürfwunden unten am Bein. Das gehört aber auch dazu. Ich habe mich auch auf sowas eingestellt. Also Mops hat ja immer ein Verbandsköfferchen, sage ich mal, hier im Rucksack von mir drin. Den habe ich auch da drin. Also so kann man sich notfalls verarzten. Und ich glaube, wenn richtig was los ist, gibt es ja auch ein Rettungsteam und so weiter. Aber jetzt komm, wollen wir mal ans Positive denken. Das hier mitzunehmen, Leute, ist das schick hier. So, jetzt noch die letzten Meter und dann geht es wieder raus ans Licht. Zack, zack, zack. Und wir haben schon einiges gepackt, obwohl jetzt auch schon echt spät ist mittlerweile. Ja. Nehmen wir diesen Ausblick, wie schön er ist. Ich sage danke, dass ihr mich begleitet habt. Ich will Bilder. Schickt mir Bilder zu. Ich möchte an mail@illoundmops.de Bilder von euch, dass ihr hier oben wart. Das mit der Schmiererei macht man natürlich nicht. Das wäscht sich irgendwann raus, ganz ehrlich. Ich möchte auch niemandem was Böses oder sowas. Ich habe nichts reingeritzt. Das ist ein Kugelschreiber. Mit den so und so Lösungsmittel kriegt man das auch wieder raus. Also falls jemand da mit dem Finger jetzt auf mich zeigt, hat der auf jeden Fall recht. Könnte man sein lassen. Ich habe jetzt im jugendlichen Leichtsinn gehandelt. Ne, so kann man das auf jeden Fall sagen. Und entlasse euch hier von der Reling in Calpe. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es hier heißt, aus Calpe. Bis dann. Ciao.